Veranstaltung Together 2050 findet im Rahmen von Salzburg 2050 der Klima- und Energiestrategie des Landes statt. Und was uns auch sehr freut, zum bereits fünften Mal in erfolgreicher Kooperation auch mit der Universität Salzburg. Warum machen wir das Ganze? Ziel von diesem Treffen heute ist, dass wir einen Austausch schaffen, nämlich zwischen Wissenschaft, Praxis und auch zwischen den Zusehern, Interessierten und Engagierten. Entsprechend wird die Veranstaltung heute auch ablaufen. Gunter Sperker, der Klimakoordinator des Landes Salzburg, wird uns mal allgemeine Hinführung ins Thema geben. Sie sehen es eh schon, Klimagerechtigkeit, was könnte das sein? Nach dieser kurzen Hinführung ist Zeit für die dringendsten Fragen, auch aus dem Online-Raum. Ansonsten würden wir gleich weitergehen zu den Kurzinputs von Johann Kandler, Maike Bukowski und Stefan Kienberger, die dann auch jeweils über ihre eigenen Projekte an der Universität oder im Arbeitsleben sprechen werden. Wir haben eine sehr, sehr spannende Runde, wie ich finde. Hans war sehr lange in Brasilien, genau gesagt 20 Jahre, wenn ich das noch richtig am Schirm habe, und hat da wirklich ja die Arbeit mit aufgebaut, hat sie für Klima eingesetzt, hat Bäuerinnen und Bauern unterstützt und hat da sehr viele wertvolle Erfahrungen gesammelt, die er dann 1993 ins Klimabündnis einfließen lassen hat und dort tätig war bis jetzt. Maike Bukowski ist auch sehr, sehr umtriebig an der Uni Salzburg inzwischen. Wir freuen uns sehr, dass wir die aus Deutschland hierher locken haben können, dass du bei uns forschst und ja sehr im Uninetz engagierst, wo sie mit Schwerpunkt ganz stark auf Klimagerechtigkeit, auf soziale Auswirkungen unter dem Motto Leave No One Behind forscht und sich auch zum Teil politisch engagiert in ihre wissenschaftlichen Rückmeldungen. Koordinator des Landes Salzburg und eine Koryphäe auf dem Thema und ich freue mich immer wieder über seine Vorträge, weil die bringen es auf den Punkt und schaffen es doch immer wieder, dass man kurz ein bisschen fassungslos staunt, wie es eigentlich um uns und die Welt steht. Stefan Kienberger hat auch schon sehr viele, sehr spannende berufliche Erfolge feiern dürfen, wie ich in der Recherche gelernt habe. Forscht inzwischen am ZGIS der Universität Salzburg mit dem Schwerpunkt Risikoanalyse und Hotspots, worüber er heute sprechen wird, wo sind in Salzburg eigentlich Hotspots, wo sind Zonen, wo es besonders gefährlich ist, wo wir besonders mit den Folgen der Klimakrise umgehen müssen und uns entsprechend da anpassen. Die Frage des Abends, Stichwort Klimagerechtigkeit, ist sicher, treffen diese Anpassungs- und Schutzmaßnahmen wirklich alle? Von der globalen Ungerechtigkeit Nord-Süd-Verhältnis angefangen bis hin zu Salzburg. Welche Gruppen können es sich leisten, Wohnungen zu sanieren, sich eine Klimaanlage oder Haus im Grünen zu kaufen? Welche nicht und wie können wir diesen Wandel hin zu einer gerechten, nachhaltigen Zukunft schaffen? Das, und das freut mich ganz besonders, wird ein wesentlicher Teil der heutigen Veranstaltung sein, nämlich der Austausch und die Diskussion. Da bitte Sie jetzt schon Fragen stellen, dann zum Schluss bitte aus, es ist ganz, ganz dringend. Aber fragt, diskutiert und teilt mit uns eure Meinung, weil genau deshalb sind wir heute da. So, der langen Rede kurzer Sinn. Gunter, darf ich dich gleich bitten zu beginnen? Wir setzen uns dabei auf die Seite, damit ihr alle gut sehen könnt. Danke. Ja, vielen Dank. Ich darf den Dank gleich ein bisschen zurückgeben für die wunderbare Organisation. Wir haben im Vorfeld uns ja relativ viel ausgetauscht. Und ich freue mich immer, wenn ich in der Robert-Jung-Bibliothek sein darf und was erzählen darf. Heute freut es mich ganz mehrfach. Ich habe dem Stefan Walli schon gesagt, ich bin fast ein bisschen aufgeregt, weil das ist meine letzte Keynote als aktiver Beamter und dann kann ich endlich was anderes machen, hätte ich bald gesagt. Und ich freue mich auch, weil das, worüber wir heute diskutieren werden, für mich ein extrem wichtiges und spannendes Thema ist, das sozusagen in der täglichen Arbeit, auch in der Landesarbeit, in der Strategiearbeit, zwar immer mitschwingt, aber nie wirklich adressiert wird. Ich bin jetzt von der Ausbildung her technischer Chemiker und relativ weit weg von gesellschaftlichen Themen. Deswegen habe ich mich jetzt auch in meinen Folien beschränkt und werde mich im Vortrag ein bisschen beschränken auf das, wo ich mich auskenne und werde ein bisschen versuchen herzuleiten, so ein paar Fragen zu stellen. Klimagerechtigkeit, das taucht sehr oft auf, dieses Wort. Aber so die Frage, was könnte das denn überhaupt sein, jetzt einmal aus fachlicher Sicht,
Worüber reden wir denn eigentlich? Beginnen möchte ich, wie immer, so mit der Frage, Klima, was ist eigentlich die Krise und für wen ist die Klimakrise eine Krise? Braucht es Klimaschutz oder brauchen die Menschen Schutz oder braucht die Biodiversität Schutz? Wer braucht eigentlich den Schutz? Historisch gesehen, und das ist eine meiner Lieblingsfolien, bitte nur zu beachten, das ist eine logarithmische Skala, also da sind wir in 100 Millionen Jahren Schritten unterwegs, da in 10 Millionen, da gehen wir dann in die Jahrtausende. Die Erde ist schon völlig eisfrei durchs All geflogen und die Erde ist schon als Schneeball durchs All geflogen. Wir können also davon ausgehen, dass es der Erde weitgehend ziemlich wurscht ist, was für ein Klima gerade auf ihr herrscht. Spannend wird es für uns jetzt als Spezies ungefähr da. Und ganz spannend wird es da. Das sind so die letzten 13.000 Jahre ungefähr. Und diese letzten 13.000 Jahre sind in der Klimageschichte fast einzigartig. Also auch wenn Sie diese Skala sozusagen entzerren auf denselben Maßstab, werden Sie relativ wenige Zeiten finden, wo das Klima dermaßen stabil war. Und ein stabiles Klima ist die Voraussetzung, um das zu entwickeln, was wir unter Zivilisation verstehen, um das zu entwickeln, was wir unter Sesshaftigkeit verstehen. Weil es macht nur einen Sinn, sesshaft zu werden, einen Teil des Saatgutes zurückzubehalten, wenn Sie davon ausgehen können, dass in den nächsten Jahren das Klima ungefähr ähnlich sein wird und nicht damit rechnen müssen, dass das plötzlich ganz anders ist. Und da hinten sehen Sie noch so verschämt ein paar Pünktchen. Das sind die Temperaturprojektionen, beziehungsweise auf diesem Weg sind wir jetzt. Und wenn Sie schauen, es ist schon eine ziemliche Zeit her, dass wir im Erdklima ungefähr auf diesem Niveau waren. Nun, die Carmen hat schon angekündigt, ich bin meistens die Spaßbremse und verkünde selten gute Nachrichten. Ich möchte heute nicht auf Klimaprojektionen, Szenarien und Ähnliches zu sehr im Detail eingehen, aber nur mittlerweile gibt es wissenschaftlich einigermaßen gute Hinweise, dass die Erwärmung schneller vor sich geht, als es in den Berichten des Intergovernmental Panel on Climate Change beschrieben wird. Das ist sozusagen die IPCC-Berichte, sind immer so eine Art Mittelwert aus den wissenschaftlichen Meinungen. Wiewohl im neuen Sachstandsbericht des IPCC ausdrücklich auch sagt, dass so wie wir unterwegs sind, auch unwahrscheinlichere Szenarien wahrscheinlicher werden. Soll heißen, die Gefahr, dass wir tatsächlich in eine Heißzeit, wie es Rockström bezeichnet, kippen, ist relativ hoch. Das ist eine Arbeit aus 2018, wo gezeigt wird, dass wir wahrscheinlich um einiges über den Projektionen des IPCC unterwegs sein werden. Warum ist das für unser Thema wichtig? Die Zeit spielt eine ganz, ganz entscheidende Rolle in der Diskussion. Und diese Kurvenentwicklung könnte bedeuten, dass wir deutlich weniger Zeit haben, unsere Emissionen möglichst auf Null zu fahren, als wir mittlerweile oder derzeit noch annehmen. Das Problem ist also nicht, dass sich das Klima wandelt. Und falls es dazu Fragen gibt, kann ich dann gerne ein bisschen mehr dazu sagen. Das Problem ist die Geschwindigkeit des Klimawandels, die wirklich ihresgleichen sucht, auch in der gesamten Klimageschichte, und die zu erwartende Instabilität des Systems. Das Klimasystem ist ein sogenanntes nichtlineares System, auch dazu gerne auf Nachfrage mehr. Das heißt, wenn wir bei zum Beispiel der Temperaturentwicklung, bei der Strahlungsintensität und ähnlichen Parametern sogenannte Kipppunkte erreichen, dann ändert sich das Klima abrupt und irreversibel. Heißt natürlich nicht, dass es nicht ein neues Gleichgewicht geben kann und wird. Irgendwann ist die Strahlungsbilanz wieder ausgeglichen und es pendelt sich ein. Da reden wir aber von
von vielen Jahrtausenden. Und es heißt auch nicht, dass es vollständig irreversibel ist, aber da reden wir dann jenseits der 10 und 100 Millionen Jahre. Also nur, dass wir sozusagen zeitlich das einmal ein bisschen eingeordnet haben. Und es gibt mittlerweile, die Wissenschaft diskutiert da immer ein bisschen, aber so identifiziert um die 15 bis 20 Kipppunkte im Klimasystem. Und es gibt, bei einem ist es bereits sicher, dass er angesprochen hat, das ist der westantarktische Eisschild, der ist im Rutschen und da können wir nichts mehr machen. Der Bill McKibben, ein bekannter Klimaforscher, hat das als Holy Shit Moment for Climate Research bezeichnet. Der ist unterwegs und wird langfristig zu ziemlich viel Meeresspiegelanstieg führen. Langfristig hier im Bereich von mehreren hundert Jahren, aber das ist passiert, da können wir nichts mehr machen. Und einige andere, wo weiß man es noch nicht so genau, beim grönländischen Eisschild gibt es gute Hinweise, beim Permafrost in Sibirien gibt es leider auch Hinweise, dass da die Kipppunkte langsam ansprechen. Ich werde nicht weiter darauf eingehen, nur auch der neue IPCC-Bericht, wer sich den durchschaut oder zumindest den Policy Review, die sind so deutlich, wie sie noch nie waren und lehnen sich auch relativ weit hinaus. Und ich finde es sehr interessant, diese Darstellung, dass zum Beispiel der Meeresspiegelanstieg um einiges schneller geht, als man es noch vor wenigen Jahren für möglich gehalten hätte. CO2-Konzentration und damit auch Temperatur ist auch ganz extrem wichtig. Und da ist es vielleicht auch wichtig, sich dessen bewusst zu sein, wir reden, wenn wir von 1,5 Grad Ziel oder 2 Grad oder was auch immer reden, reden wir immer von globaler Mitteltemperatur. Da reden wir nicht von den Spitzentemperaturen und wenn die globale Mitteltemperatur, nehmen wir an, um 3 Grad steigen würde, dann sind die Spitzentemperaturen bei uns in der Gegend im Bereich von 10 Grad weiter oben. Das heißt, Spitzentemperaturen in Salzburg nicht mehr 33, 34 Grad, sondern 10 Grad weiter oben. Und es gibt jetzt schon einige Gegenden, die Temperatur- und Feuchtemäßigkeit de facto nicht mehr bewohnbar sind oder sein werden. Das ist das, was das IPCC im neuen Bericht so kurz gefasst sozusagen politikverständlich meint, was in nächster Zeit passieren wird. Und einen Teil, einen Vorgeschmack haben wir ja schon gesehen bei den Extremen des heurigen Jahres, von den Waldbränden angefangen, über Hochwässer und Ähnliches. Das kann man immer erzählen. Das, worauf die Politik und auch die Wirtschaft reagiert, sind nicht Szenarien, sondern sind Kosten. Und da habe ich zwei Sachen jetzt herausgesucht. Das eine ist Bericht vom Wegener Center für Klima und globalen Wandel in Graz, Professor Steininger und andere. Momentan liegen wir im Jahresdurchschnitt in Österreich bei 2 Milliarden Euro Wetter- und klimabedingte Schäden und um 2050 werden 6 bis 12 Milliarden erwartet. Das ist sozusagen der Mittelwert wieder. Wenn wir bei den Extremwerten sind, sehen wir, dass die Einzelereignisse extrem teuer werden. Und man kann sich natürlich fragen, wie lange hält eine Volkswirtschaft das aus, wenn es uns nicht alle 30 Jahre irgendwas wegschwappt, sondern alle 3 Jahre. Und weltweit muss man sagen, bis 2100, wenn wir so weiter tun wie bisher, 10% der Wirtschaftsleistung. Das ist ungefähr das Doppelte, was uns Corona gekostet hat, nur damit wir die Größenordnung haben. Und in den Tropen, die ja hauptbetroffen sein werden, 20%. Da auch die Kosten, die ist mittlerweile schon fast ein bisschen überholt, aber irgendwo zwischen 70 und 150 Dollar kostet sozusagen die Tonne CO2 an Ökosystemdienstleistungen im Sinne der Wirtschaft. Und im Emissionshandel kostet es derzeit zwischen 20 und 30 Euro und in Österreich ist ein Einstiegspreis von 30 Euro jetzt einmal geplant. Also man sieht, da ist eine gewisse Disbalance einfach noch da, über die zu reden sein wird. Jetzt kann man sich fragen, die Klimakrise, das ist alles furchtbar, aber ist es ein solitäres Problem? Haben wir keine anderen Probleme?
Und jetzt rein aus naturwissenschaftlicher Sicht, ich will jetzt nicht auf die anderen Probleme wie ungleiche Verteilung der Ressourcen, ungleiche Verteilung innerhalb der Gesellschaften reden. Da sind andere, die heute hier sind, berufener. Ich möchte nur zeigen, es gibt das Konzept der ökologischen Belastungsgrenzen des Planeten und die Klimakrise ist doch gar nicht das Wildeste. Also dieser kleine grüne Kreis da drinnen wäre sozusagen der sichere Hafen, wenn wir uns mit den Belastungen da drinnen bewegen, wäre das für den Planeten langfristig tragbar. Aber Unversehrtheit der Biosphäre, Artensterben oder die biogeochemischen Kreisläufe sind fast noch dramatischer am Ausbrechen als der Klimawandel. Das heißt, der Klimawandel ist, sage ich jetzt einmal aus ökologischer Sicht und auch für das Überleben unserer Spezies wahrscheinlich das dringlichste Problem, aber es ist bei Weitem nicht das größte. Und das sage ich als Klimakoordinator. Also. Spannend auch immer die Frage, was haben wir eigentlich noch in der Hand? Das Klimasystem ist ein extrem träges System. Also alles, was wir, sage ich einmal, Größenordnung bis 2040, 2050 sehen werden an Entwicklung, haben wir in der Vergangenheit schon angestellt. Das Klimasystem, wenn Sie denken, dass ungefähr 90% der Zusatzenergie ins Meer geht, bis die Meeresströmungen sozusagen einmal dumm sind, das dauert schon seit Zeit, reagiert, also ich sage einmal immer so wie die Intensivstationen bei Covid, nicht mit einem gewissen zeitlichen Delay, halt nicht 14 Tage, sondern ich sage einmal 40 Jahre ungefähr. Und da auch nur eine Grafik, das ist sozusagen ganz, fast etwas überspitzt. Das ist die historische Entwicklung und das sind Szenarien für Salzburg, die man wahrscheinlich ein bisschen nach oben verschieben müsste. Das basiert auf Daten aus 2015. Aber im Großen und Ganzen haben wir es noch in der Hand, bis zum Ende des Jahrhunderts ein Klima wie Süditalien heute oder ein Klima wie Gardasee heute. Also wir reden nicht mehr über das Bewahren von dem, was wir kennen. Das ist passé, das kann man vergessen, das kann man beweinen, aber das ist unwiederbringlich vorbei. Süditalien kann man sich ungefähr vorstellen, dass das bei uns irgendwie schwierig funktionieren würde. Gardasee ist man manchmal ein bisschen versucht zu sagen, da fahre ich gern hin, da gibt es einen super Wein und das ist eh nett dort. Nur wenn Sie sich die Gegend dort vergegenwärtigen, wie breit die Täler sind, die haben einfach Platz fürs Wasser. Den Platz haben wir nicht. Also Gardasee heute heißt jetzt in meiner, wie immer etwas überspitzt pessimistischen Sicht, heißt, dass Innergebirg zum Beispiel in Salzburg sehr viel Lebensraum nicht mehr nutzbar sein wird. So, nach diesem etwas längeren Präludium und ich versuche um Nachsicht, gehe ich jetzt ein bisschen in Richtung mögliche Gerechtigkeit. Was wäre eigentlich gerecht jetzt im Klima? Und da gibt es, das geistert seit einigen Jahren, dieses Konzept durch die Literatur und auch durch die Medien Treibhausgasbudgets. Unser Klima ist ein extrem komplexes System, aber es ist so freundlich und stellt uns einen relativ einfachen Zusammenhang. Es ist ein quasi linearer Zusammenhang zwischen sozusagen Tonne Kohlenstoff in Form von CO2 oder anderen Treibhausgasen, die wir emittieren, und der Temperaturerhöhung. Das ist fast eine Gerade, man kann immer darüber diskutieren, aber im Wesentlichen ist es ein linearer Zusammenhang. Und wenn man sagt, wir wollen unter 1,5 Grad mittlere globale Erwärmung bleiben, dann wissen wir, wie viel wir noch emittieren dürfen. Das ist sozusagen der Kuchen und die Frage der Gerechtigkeit ist dann, wie schneiden wir den Kuchen auf? IPCC sagt 420 Gigatonnen, um 1,5 Grad mit 66% Wahrscheinlichkeit zu erreichen. Jetzt ist 66% ja jetzt nicht so die Mega-Wahrscheinlichkeit, nicht? Also wenn Sie zu einem Arzt gehen und Sie haben eine schwere Operation vor sich und er sagt, naja, erfahrungsgemäß zu 2/3 haut das hin, da holen Sie sich wahrscheinlich eine zweite Meinung ein oder schauen, dass man das irgendwie verhindern kann. Aber alleine schon das würde heißen, auf die bekannten Reserven, das habe ich da leider nicht richtig dazu geschrieben, heißt das, und jetzt nicht bei 1,5 Grad, sondern bei 2 Grad, bei 1,5 Grad ist entsprechend dramatischer,
ein Drittel der Ölreserven, Hälfte der Erdgasreserven und 80% der Kohlereserven bleiben im Boden. Wenn man jetzt sich rein einmal die wirtschaftliche Struktur anschaut, der großen Öl- und Gasfirmen, wer in die investiert ist, dann kommt man drauf, wenn die ihre nachgewiesenen Vorräte nicht mehr einpreisen dürfen, sozusagen als Firmenwert, dann haben die ein riesenwirtschaftliches Problem und dann haben alle Rentenfonds ein riesenwirtschaftliches Problem, weil die sind dort hinein investiert. Also da schon einmal so die Frage, das wird wahrscheinlich eine ziemlich heftige Debatte, welche Firmen sind betroffen und wer fliegt sozusagen mit. Auch das hat mit Gerechtigkeit zu tun. Das ist so ungefähr dieser quasi lineare Zusammenhang. Wir haben so ungefähr 2800 Gigatonnen bisher schon emittiert. Man rechnet immer vom Zeitpunkt der industriellen Revolution weg, weil das, was wir vorher emittiert haben, das sind also irgendwo hinter der Kommastelle. Aber ab da, so ab 1880er Jahren, ist es losgegangen. Und das wird auch noch eine spannende Frage sein, die ich Ihnen ein bisschen auf den Weg mitgeben will. Wie gehen wir eigentlich mit den historischen Emissionen um? Weil die historischen Emissionen sind weitestgehend von Europa und Nordamerika und bis zu einem gewissen Grad von Japan verursacht worden. Und es ist relativ leicht, jetzt auf China hinzuhauen und zu sagen, die emittieren jetzt so viel CO2. Wenn man die historischen Emissionen mitrechnet, schaut die Rechnung schon wieder ganz anders aus. Und das ist sozusagen der Pfad in die Zukunft mit der Temperatur. Sie werden von mir heute keine Antworten oder keine abschließenden Antworten kriegen, aber jede Menge an Fragen. Eine der ganz spannenden Fragen für mich ist, ab wann kann man eigentlich sagen, hätten wir irgendwas tun müssen? Ab wann haben wir genug gewusst, um gegenzusteuern? Etwas provokant gebe ich zu, aber Svante Arrhenius, schwedischer Nobelpreisträger, Chemiker, hingeschrieben, der hat 1896 einen Artikel publiziert, was ungefähr mit dem Erdklima passiert, wenn wir weiterhin CO2 freisetzen. Der hat das damals alles noch mit dem Rechenschieber und mit der Hand gerechnet und war aber auf 10% ziemlich genau dabei. Also jetzt, wenn man ganz harsch ist, sagt man, Arrhenius hat das schon gewusst, also alle historischen Emissionen müssen jetzt diesen Ländern sozusagen zugerechnet werden in der Verantwortung. Oder Grenzen des Wachstums, Club of Rome, da ist es beim Klimawandel nicht so explizit drinnen, gebe ich zu, aber es ist herauslesbar. Oder Global 2000, der Bericht an den Präsidenten, der war dann 84, 83 irgendwo in der Gegend. Oder der Erdgipfel von Rio, wo schon gesagt wurde, eine gefährliche anthropogene Störung des Klimas muss vermieden werden. Das stammt aus dem Schlusstext. Damals hat noch keiner dazu gesagt, was ist gefährlich und was ist eine Störung. Oder die IPCC-Reports, wo der erste 1994 erschienen ist, wo das schon relativ klar drinnen steht. Oder das Pariser Abkommen, wo es das erste Mal tatsächlich völkerrechtlich eindeutig verbindlich wurde. Für die Frage der Klimagerechtigkeit ist es absolut entscheidend, ich werde dann ein paar Grafiken zeigen, wie sich die Kurven ändern, wenn man das ein bisschen anders sieht. Dann ist die Frage von diesem Kuchen, den wir noch aufschneiden dürfen, kriegt jede Bewohnerin, jede Bewohner der Erde das gleich große Stück oder hat zumindest das Recht auf ein gleich großes Stück oder gibt es regionale Unterschiede? Die Nordländer sagen dann immer gern, bitte bei uns muss man heizen. Mit demselben Recht könnten die Südländer sagen, bitte bei uns muss man kühlen. Historische Emissionen. Werden die irgendwo zugerechnet? Muss also Österreich sozusagen für das, was wir da in der Vergangenheit verursacht haben, müssen wir das mit an Bord nehmen als unsere Verantwortung? Und damit verbunden, wie gehen wir mit dem Wohlfahrtsgewinn durch diese historischen Emissionen und die Ausbeutung von Ressourcen in Drittländern um, auf denen letztlich unser Wohlstand fußt? Wie berücksichtigt man regional ungleich verteilte Möglichkeiten und Kosten der Klimawandelanpassung? Was macht man mit Gegenden, die nicht mehr bewohnbar sein werden?
Stichwort niedrig liegende Inselstaaten. Sind die zum Beispiel von der Genfer Konvention mit umfasst oder nicht? Und nicht zuletzt natürlich, wie gehen wir mit den kommenden Generationen um? Da gab es ja dieses höchst bemerkenswerte Urteil des Deutschen Bundesverfassungsgerichts, die gesagt haben, Freunde, ihr kennt es nicht, sozusagen jetzt sehr unjuristisch ausgedrückt, den Kuchen zusammenfressen und den nächsten Generationen bleibt nichts. Also das sind alles Fragen, die bei Klimagerechtigkeit aus meiner Sicht sehr, sehr stark hineinspielen, weswegen es auch jetzt aus naturwissenschaftlicher Sicht keine befriedigende Antwort auf Klimagerechtigkeit geben kann. Das ist eine gesellschaftspolitische Diskussion, eine soziale Diskussion. Damit man das ein bisschen sieht, was könnte das heißen, hat eine Praktikantin bei uns, die Johanna Feitzinger, die leider nicht konnte, der habe ich die Aufgabe gegeben, schau dir das einmal sozusagen für Salzburg an. Was würde das denn heißen unter verschiedenen Annahmen? Frage war also, wie viele Tonnen CO2-Äquivalente kann man in Salzburg noch freisetzen, damit die globale Erwärmung deutlich unter 2 Grad bleibt? Wir haben uns jetzt einmal auf den Paris-Text geeinigt und haben gesagt, wir nehmen well below 2 degrees, das ist der offizielle Vertragstext. Wir haben uns dann beim Stefan Ramsdorf vom Potsdam-Institut das geklaut und haben gesagt, naja, 1,5 Grad, das glauben wir eh selber nicht mehr als Klimamenschen. Aber well below, sagen wir mal 1,75, so, das ist, der hat es zwar in Berlin gemacht, aber es ist schon ein ziemlich österreichischer Ansatz eigentlich. Als Wahrscheinlichkeit haben wir die 2/3 genommen, aus dem einfachen Grund, weil in den Tabellen des IPCC das als höchste Wahrscheinlichkeitsstufe ausgewiesen ist. Also wir können nicht sagen, wie viel ist es bei 75%, das haben wir einfach nicht. Also wir gehen von 2/3 Wahrscheinlichkeit aus in den folgenden. Und wir sind von einer weltweiten Gleichverteilung des noch zu verteilenden Treibhausgasbudgets ausgegangen. Und dann haben wir gesagt, okay, und wir lassen das einfach linear runterlaufen und haben uns nicht überlegt, geht die Kurven so oder so. Also einfach nur zum Verständnis der folgenden Grafiken. So, und das so schaut es aus, wenn wir oder unsere Politik oder wer auch immer im Jahr 2019, das heißt ab 2020, auf die Idee gekommen wäre, wir nehmen jetzt das ernst und das wäre der Zielpfad dann für Salzburg. Bei 1,5 Grad, 2/3 Wahrscheinlichkeit landen wir dann bei etwa 2030. Da ist dann gar, da dürfen wir dann gar nichts mehr ausstoßen. Bei 1,75 Grad landen wir da in der Gegend und bei 2 Grad landen wir da in der Gegend. Wohlgemerkt, da haben wir nicht die historische Verantwortung drinnen. Und da haben wir gesagt, uns geht es eigentlich erst seit 2019 was an. Es wird im globalen Kontext schwer zu argumentieren sein, dass wir das erst ab 2019 gewusst haben. Wenn wir das Ganze auf 1991 zurückrechnen und sagen, eigentlich hätte man auch im Weltgipfel in Rio spätestens das Ganze mitkriegen sollen, dann ist die schlechte Nachricht, das sind diese drei Pfeile hier, die schlechte Nachricht, 1,5 Grad, da haben wir unser Budget leider schon aufgebraucht, schon seit einigen Jahren. Und auch 1,75 Grad wäre 2033 zu Ende. Und das ist jetzt, also bei meinem Empfinden, haben wir da den Bereich der Gerechtigkeit schon einigermaßen verlassen, weil man hätte es lange vorher wissen können und auch beginnen können, hinunterzurechnen. Wenn man tatsächlich 1991 begonnen hätte zu reduzieren, dann würde der Kuchen ungefähr so weit reichen. Also Sie sehen, und was meine Hauptbotschaft heute ist, je nachdem, welche Annahmen ich treffe, was gerecht ist, schauen die Kurven völlig unterschiedlich aus. Versuch eines Fazit eines gealterten Klimakoordinators. Die Klimakrise ist das dringlichste, aber bei weitem nicht größte ökologische Problem der Menschheit. Man darf sich nicht der Illusion hingeben, wir schaffen das mit dem Klimaschutz irgendwie und dann haben wir das gegessen. Das werden Sie nicht spüren. Was ich nicht dazu gesagt habe, selbst wenn wir 2 Grad oder 1,5 Grad einhalten, heißt das nicht, dass wir keine Probleme sozusagen aus dem Titel Klimawandel Anpassung kriegen. Das heißt nur, dass die Wissenschaft glaubt, dass es beherrschbar ist.
sehr höflich ausgedrückt, was ich mir denke, die bisherigen, in Klammer politischen Antworten auf die Klimakrise sind der Problemdimension bei weitem nicht angepasst. Die wissenschaftlichen und technischen Fragen, wenn ich jetzt von Klimaschutz rede, also sozusagen Reduktion der Emissionen, die sind geklärt. Wir wissen, wie das geht. Wir wissen, wie man U-Bahnen baut. Wir wissen, wie man Eisenbahnen baut. Wir wissen, wie man Alternativenergien macht. Wir wissen, wie man die Leitungsnetze macht. Also das wissen wir alles. Technisch ist das geklärt. Es ist auch geklärt, was das Ganze kosten würde. Es ist auch geklärt, dass es wirtschaftlich eindeutig positiv wäre, volkswirtschaftlich, wenn wir am besten vorgestern begonnen hätten. Das ist rein etwas, was politisch einfach zu geschehen hätte. Die Klimaziele sind fachlich gut begründet und alternativlos aus meiner Sicht. Ich werde manchmal gefragt, und wann wir in einer 4-Grad-Welt landen. Meine Standardantwort ist, es gibt ganz sicher auch dann noch ein Habitat für den Homo sapiens, aber ganz definitiv nicht für 10 Milliarden Exemplare. Und es gibt wenig Grund zur Annahme, dass der Übergang dorthin friedlich erfolgen wird. Leider ist ein Erreichen der Klimaziele nach derzeitigem Stand ziemlich unwahrscheinlich aus meiner Sicht. Klimagerechtigkeit, um wieder den Bogen zu spannen, kann es nur unter Berücksichtigung der historischen Emissionen und der historischen Verantwortung und der Bedürfnisse künftiger Generationen geben. Heißt im Umkehrschluss, wir, und damit meine ich jetzt auch uns hier, müssten unseren Anteil am materiellen Wohlstand massivst und sehr schnell einschränken. Das ist eigentlich die logische Konsequenz daraus. Das heißt, in Summe, und da bedanke ich mich immer bei der Stadt Salzburg für dieses wunderbare Schild, es ist tatsächlich Ende des Spielplatzes. Danke. Vielen Dank. Gibt es akute Fragen aus dem Plenum oder dem Chat, liebe Anne? Gut, dann würde ich gleich sagen, machen wir weiter mit Johann Kandler, der uns jetzt einen Einblick in das Leben und die Situation der Indigenen gibt. Ich werde den noch schnell. Mal durchatmen dann nach dem Ganzen. Man kann also diese Lampen da oben nicht einfach ausschalten. Schade, ne? Die blenden so ein bisschen. Die blenden und die Bildqualität jetzt leider nicht, aber wir merken es uns fürs nächste Mal. Also, drunter. Die oben sind leider nach. Gut, dann einen schönen Abend auch meinerseits. Und danke für die Einladung. Danke Ihnen allen, dass Sie Zeit genommen haben zu kommen. Und bei dem schönen Wetter. Ich werde versuchen, eine andere Perspektive aufzuzeigen, nämlich den Blick aus dem Süden und vor allem den Blick aus der Sicht zu der Thematik der indigenen Völker des Amazonasgebietes, eine Region, die ich seit praktisch 50 Jahren kenne und mit der ich viel zu tun gehabt habe. Und im Rahmen des Klimabündnisses gibt es ja auch eine Partnerschaft mit indigenen Völkern, die nicht als Entwicklungshilfe oder so gedacht ist, sondern als Austausch, weil wir im Klimabündnis doch von Beginn an der Meinung waren, es ist zwar wichtig, Treibhausgase und so weiter einzusparen, aber es ist ein globales Problem und global in zweierlei Hinsicht, erstens weltweit gesehen und zweitens übergreifend, also es betrifft alle Lebensbereiche. Es ist nicht nur ein atmosphärisches Problem, ein Emissionsproblem, sondern es ist ein wirtschaftliches, politisches, soziales Problem und so weiter. Und wir sind auf der Suche nach Lösungen. Und in dem Sinne möchte ich eben versuchen, nur einige Aspekte aufzuzeigen, die in der öffentlichen Diskussion und Information bei uns untergehen. Nicht Nachrichten zu dem Thema gibt es bei uns, wenn in Deutschland was passiert, in Österreich oder in Nordamerika. Natürlich, das erfahren alle. Aber was in Indien, in Pakistan, Philippinen, Zentralamerika passiert, Brasilien, Amazonen, sehr, sehr wenig. Ja, und da glaube ich, gibt es schon Aspekte, die wichtig sind, damit wir eben aus dieser engen österreichischen Sichtweise, europäischen Sichtweise rauskommen. Denn wir können auch für uns nur wirklich wirksame Lösungen finden, wenn wir diese anderen Aspekte mit einbeziehen. Gehen wir weiter.
klicken, bitteschön. Sie haben Vorsicht. Ah, das kann er da machen. Genau. Ah, gut, das habe ich vorher nicht verstanden gehabt. Das Problem beginnt ja bei unserem globalen Energieverteilungssystem, das nicht einfach so sich entwickelt hat, denn wenn man sich mit der Materie näher beschäftigt, stellt man fest, das Ganze ist schon gezielt gesteuert worden. Leider hilft es jetzt nicht, weil es zu hell ist. Bitte? Schade. Ja. Coole Folie. Eben nicht, denn diese Nachtaufnahme der Erde, nicht, resümiert praktisch das Kernproblem, weil man da klar erkennen kann, Energie steht vor allem den Menschen in Europa zur Verfügung, in Nordamerika, Japan und dann noch einigen Punkten, sozusagen den Brückenkopfen der Globalisierung. Da haben die Menschen, die dort leben und die Eliten in den verschiedenen Ländern Zugang zu Energie und damit auch zu Wohlstand, zu Entwicklung, Komfort und so weiter. Und weite Teile der Erde liegen praktisch im Dunkeln. Das heißt, die Menschen haben dort keinen Zugang zur Energie. Und unsere ganze Entwicklung in dieser Geschwindigkeit in den letzten 50, 100 Jahren war ja praktisch nur möglich durch die billige Energie, die uns zur Verfügung gestanden ist und die eben die Energieverteilung, die so organisiert worden ist. Das heißt, es ist an und für sich eine verkehrte Welt aus der Sicht der Menschen des Südens, der Mehrheit der Weltbevölkerung, steht die Welt auf dem Kopf, nicht? Diese Entwicklung des letzten Jahrhunderts hat zu einer globalen Unordnung geführt, die alle bis dahin funktionierenden Systeme ausgehebelt hat. Zahlenmäßig daran ganz wenig, aber immerhin wissen wir so über den Daumen gesagt, rund 25% der Menschen verbrauchen 75% der Energie, sind also hauptsächlich verantwortlich für die Klimakrise. Und das führt dahin, und darüber können wir eventuell später noch reden, dass man für die Zukunft auch eine Mindestenergiemenge definieren müsste, so wie es ein Menschenrecht auf Nahrung gibt, auf Bildung, Gesundheit, auch auf Energie, um zumindest ein menschenwürdiges Leben führen zu können. Das heißt, da muss es eine zukünftige klare Unterscheidung geben, was ist die Mindestenergie, die wir wirklich brauchen, um so gut über die Runden zu kommen, und was ist Luxuskonsum, nicht? Und bei uns ist es ja so, dass ein großer Anteil unseres Energiekonsums Luxuskonsum ist, und der müsste entsprechend auch teuer kosten. Die Tabelle zeigt also da an einigen Beispielen die Hauptverantwortlichen eben durch die Emissionen. Österreich liegt da mal in der Mitte in der Tabelle auch von Steininger und den Leuten aus Graz vom Wegener-Institut erstellt vor einigen Jahren. Im Großen und Ganzen hat sich die nicht viel geändert. Interessant ist, dass bei uns ja meistens die Zahlen vom Produktionsprinzip der Zurechnung veröffentlicht werden, damit es weniger ausschaut. Also so irgendwo 11, 12 Tonnen pro Kopf und Jahr ist die Emission in Österreich. Wenn man es aber nach dem Konsumprinzip berechnet, das heißt auch die graue Energie, die in den Produkten drinnen steckt, die wir importieren aus China, aus Afrika, woher auch immer weltweit, dann verursachen wir durchschnittlich 21,5 Tonnen da in dem Jahr 2011. Da wird es Schwankungen geben, aber die Größenordnung, glaube ich, muss klar sein. Wir verursachen wesentlich mehr global gesehen an Emissionen, als so aufscheint. Und wie gesagt, China wird oft kritisiert, aber da ist es so, dass eigentlich die Emissionen auch über dem liegen, schon pro Kopf, was die Erde verträgt, nicht? Aber doch deutlich noch darunter, was man also in Österreich, in Europa sieht, nicht? Da ist Indien in der Tabelle das Land, das am nächsten bei 2 Tonnen pro Kopf ungefähr liegt, die uns zur Verfügung stehen. Die Tabelle von Germanwatch, ich weiß nicht, ob Sie die deutsche Organisation kennen, zeigt da im
im Vergleich der letzten 20 Jahre, welche 10 Länder weltweit am meisten betroffen sind durch die Klimakrise. Und da ist es auch interessant zu sehen, das sind alles Länder der sogenannten dritten Welt, nicht unterentwickelte Länder und so weiter. Also die Auswirkungen des Klimawandels nicht betrifft diejenigen, die ihn nicht verursacht haben, wesentlich stärker als wie uns da in Deutschland, in Österreich oder in der Schweiz. Jetzt auf die Tabelle will ich nicht eingehen näher, da fehlt die Zeit. Ich wollte eben nur das aufzeigen. Und wenn Sie sich das näher anschauen wollen, einmal finden Sie es auch im Internet. Und dann wollte ich noch einige Punkte kurz auch ansprechen, um das bewusst zu machen, was vielen so bei uns gar nicht in den Kopf kommt. Nämlich erstens, dass ein Drittel der Weltbevölkerung sich tagtäglich eigentlich mit dem versorgen muss, was sie in ihrer Umgebung in der Natur finden, die also kein Einkommen, kein Geld zur Verfügung haben und keine Supermärkte, sondern die Nahrungsmittel, Baumaterialien, Medikamente, Rohstoffe, um Werkzeuge herzustellen und so weiter, sich in der Umgebung versorgen muss, nicht? Und wenn die Dürreperiode haben oder so weiter, dann trifft es die besonders stark, wesentlich stärker als uns, weil wir immer noch Geldmittel haben, um zu importieren. Anderer Aspekt, es ist vor allem die kleinbäuerliche Landwirtschaft sehr stark betroffen. Und was viele nicht wissen, nicht, weil bei uns herrscht die Illusion, die moderne Landwirtschaft, die versorgt die Menschheit wirklich mit Nahrungsmitteln. Das stimmt nicht, trotz der ganzen Mittel, die die Agroindustrie zur Verfügung hat, sind es weltweit noch immer die Kleinbauern, die fast ohne Unterstützung etwa 70% der Nahrungsmittel produzieren und die damit auch für die Ernährung der Weltbevölkerung ganz eine wichtige Rolle spielen. Zusätzlich, anderer Punkt zu den Klimakatastrophen, beobachten wir verstärkt in den letzten 20 Jahren, dass sich Unternehmen, Länder wie China, die Vereinigten Arabischen Republiken und so weiter, aber auch Pensionsfonds, Banken, Land aneignen und Wasserreserven aneignen, nicht weil sie wissen, das nutzbare Land wird Zukunft immer knapper werden. Und das setzt natürlich die kleinbäuerliche Bevölkerung und so weiter in den Ländern des Südens sehr stark unter Druck. Nicht? Wir importieren ja sehr, sehr viel heute schon und werden es zukünftig noch mehr benötigen. Nicht? Denn Erdöl auch als Rohstoff für die Kunststoffindustrie zum Beispiel wegfällt, chemische Industrie und so weiter. Und das Ganze aus der Landwirtschaft oder Waldwirtschaft geliefert werden soll, dann braucht es noch mehr Flächen als bisher, die auch dann von der Lebensmittelproduktion praktisch abgezweigt werden, nicht? Ja, und als letzten Punkt haben wir auch beobachtet, dass verschiedene Klimaschutzmaßnahmen, die bei uns ergriffen werden, auch negative Auswirkungen haben auf die Länder des Südens. Paradebeispiel sind die Agrotreibstoffe, die sehr viele Flächen im Süden in Anspruch nehmen, Stichwort Ethanolproduktion auf der Basis von Zuckerrohr, zum Beispiel Plantagen oder Biodiesel vom Palmöl. Ja, auch die Gentechnik, die sich jetzt präsentiert als die Klimaretter, weil sie Sorten entwickelt werden, die viel rascher wachsen und damit CO2 aus der Atmosphäre binden, nicht aber die Auswirkungen auf die Biodiversität und so weiter, Natur sind problematisch. Elektromobilität ist problematisch durch die Rohstoffe für die Batterieproduktion vor allem, nicht? Da gibt es auch schon Studien über die Auswirkungen in Chile zum Beispiel, nicht, wo das Lithium vor allem herkommt. Gut, und auch diesen globalen Blick jetzt in eine Region im Amazonasgebiet, nämlich das Gebiet des oberen Rio Negro. Das befindet sich da an der Grenze zu Kolumbien und Venezuela, etwa 1000 Kilometer nordwestlich von Manaus. Dort leben überwiegend noch indigene Völker, also 90% der Bevölkerung ist eine absolute Ausnahmesituation in Brasilien und auch in Südamerika.
dass mehrheitlich indigene Ureinwohner in einer Region sozusagen sind. Und das Gebiet ist ziemlich groß, das ist mehrmals die Größe Österreichs. Die gelb eingefärbten Flächen sind anerkannte Schutzgebiete. Und da leben um die 50.000 Menschen in über 700 Siedlungen, die da entlang der Flüsse sich finden. Es gibt ja keine Infrastruktur, Straßen und so weiter in der Region. Das heißt, die Flüsse sind die Lebensadern wie in vielen anderen Teilen des Amazonasgebietes. Und bei den Besuchern ist vor allem immer beeindruckend, dass diese Bevölkerung, obwohl sie da auch seit tausend von Jahren lebt, es geschafft hat, eine Wirtschaftsweise zu entwickeln, die angepasst worden ist an die Umgebung, an das Ökosystem und dafür gesorgt hat, dass über 99% praktisch erhalten sind. Das heißt, die Rodungen beschränken sich auf die Dörfer und auf ein paar Fußballplätze. Natürlich gibt es inzwischen auch größere Ortschaften mit ein paar tausend Einwohnern, aber die sind eher selten. Was wir beobachten, ist, dass der Klimawandel auch in Amazonen sich immer stärker auswirkt, auch am Rio Negro. Da zwei Beispiele, einerseits die Dürreperioden, die jetzt länger dauern wie noch vor 20, 30, 40 Jahren und die dann bewirken, dass ein Fluss wie der Rio Negro, der ja um vieles größer ist als die Donau, dann fast zur Gänze austrocknet, was natürlich bedeutet, dass die Transportwege zusammenbrechen, die Wasserversorgung, die ja praktisch in den Dörfern aus dem Fluss passiert, die Versorgung mit Fischen, also tierische Eiweißquelle, das hauptsächlich und so weiter. Und dann gibt es aber schon so heftige Regenfälle, dass Regionen überflutet werden, die früher nie Hochwasser gekannt haben. Nicht, wo also die Einheimischen seit tausend von Jahren ihre Dörfer errichtet haben und wo es also jetzt da immer wieder vorkommt, dass die Dörfer überflutet werden und die Schulen und so weiter, Häuser zerstört werden. Und dann gibt es keine Versicherung oder Unterstützung von der Regierung, die da irgendwas zahlen würde. Nicht, vergangenen Juni sind auch viele Felder überflutet worden. Das hat bedeutet, dass die Maniokwurzel, die Hauptnahrungsquelle für die Menschen in der Region ist, innerhalb von wenigen Tagen dann Wochen verfault ist. Nicht? Maniok ist an und für sich sehr resistent, kann man monatelang im Boden lassen, aber sobald sie überschwemmt ist, ist sie weg. Nicht? Das heißt, die Reserven für Monate sind da praktisch in vielen Ortschaften zerstört worden. Neben diesen direkten Schäden, die der Klimawandel verursacht, bedeutet das aber auch, dass ihr ganzer Kosmos irgendwie betroffen ist, nicht? Denn für uns ist es vor allem eben so ein bisschen ein wirtschaftliches Problem und es sind die Unangenehmlichkeiten etc. Für indigene Völker bedeutet der Klimawandel, dass ihr ganzes System eigentlich durcheinander kommt. Und das versteht man gut, wenn man sich diesen kosmischen Kalender, man nennt ihn auch ökologischen Kalender, anschaut. Der Tucana da am oberen Rio Negro findet sich auch in Kolumbien drüben. Denn da sieht man eine Scheibe mit dem Zentrum und dann sechs weiteren Kreisen. Im Zentrum sind die Sternbilder, das Universum abgebildet. Im zweiten Kreis der Jahreszyklus der Niederschläge mit höheren Wasserständen und Trockenperioden, dann den Jahreskreislauf der Fische, der Tiere, der Pflanzen, Wald- und Feldpflanzen, dann im vorletzten Kreis der Jahreskreislauf der Rituale und Feste, die gemacht werden durch die einheimische Bevölkerung, ganz außen auch noch die Mondphasen. Und was bedeutet das? Aufgrund tausender Jahre Erfahrung wissen Sie, dass bei bestimmten Sternbildern dann die Regenfälle einsetzen und sie können sich auf die Feldarbeit vorbereiten, auf den Fischfang und wissen dann, wann sie was zu ernten haben. Der Versorgungskalender funktioniert. Und darüber hinaus besteht ja die Welt nicht nur aus diesen materiellen Teilen, sondern auch den unsichtbaren Elementen. Und in diesem Gleichgewicht
damit es auch funktioniert, spielen die Schamanen und Rituale und Segnungen ganz eine wichtige Rolle. Denn im indigenen Verständnis ist es ja so, dass der Mensch eigentlich von der Natur was bekommt. Und nachdem im Leben alles ein Geben und ein Nehmen ist und man nicht nur immer nur nehmen kann und nichts geben kann, versuchen die Indigenen einen Ausgleich durch diese Rituale, indem sie Feste machen, indem die Schamanen eben gewisse Segnungen zum Beispiel am Beginn der Regenzeit machen, damit die Pflanzzeit auf den, und die Arbeitszeit auf den Feldern vorbereitet wird, dass sie sich auf den Fischfang vorbereiten und der Mutter oder dem Geistwesen, das die Tierwelt sozusagen kontrolliert, da ihre Anerkennung und ihren Dank zeigen. Und damit ist eben alles miteinander verbunden. Und wenn der Klimawandel jetzt dieses System der Regenfälle verändert, dann bringt das praktisch das Gesamtsystem in Unordnung. Es entsteht Ungleichgewicht und damit entstehen die Probleme, nicht? Das indigene Gesundheitsverständnis zum Beispiel besteht auch nicht darauf, dass man eben irgendwelche Krankheitserreger bekommt, sondern dass also ein natürliches System zerstört wird, geschädigt wird, das da sich etabliert hat und Gleichgewicht existiert hat. Und durch diese Unordnung entstehen dann die verschiedenen anderen Probleme wie Krankheiten auch. Gut, die Indigenen haben natürlich schon in den letzten 30, 40, 50 Jahren mitbekommen, dass diese moderne Entwicklung keine Zukunft hat. Nicht? Sie waren ja im Wesentlichen davon ausgeschlossen und haben beobachtet, wie ihre Ressourcen ausgebeutet werden, nicht? Der Regenwald zerstört wird, die Bodenschätze, Gold, Bauxit und so weiter, und haben dann schon begonnen zu überlegen, was wäre eigentlich ein Modell, das funktionieren könnte, und haben ihre Tradition eigentlich einer Wirtschaft, die ganzheitliche Nachhaltigkeit schon immer integriert gehabt hat. Nicht? Über das hat keiner noch gedacht, und es gibt da kein Wort für Nachhaltigkeit in den indigenen Sprachen, es gibt da kein Wort für Umwelt in indigenen Sprachen. Nicht? Für die gibt es nur eine Welt. Und ja, und bei diesen Bemühungen, da verschiedene Maßnahmen, Projekte und so weiter umzusetzen, haben sich auch verschiedene Regeln, Prinzipien herausgebildet, die ich versucht habe, da zusammen zu fassen, deren Ziel es eben wäre, eine ökologisch und sozial gerechte Entwicklung umzusetzen. Und die drei Prinzipien bestehen darin, dass sich die Menschen als Teil der Natur sehen, denn Natur nicht ein Ressourcenlager ist, in dem man sich bedienen kann und so weiter, die Natur nicht einfach Produktionsfaktor ist, sondern unsere Lebensbasis, unsere Mitwelt. Pflanzen, Tiere sind unsere Geschwister, unsere Mitgeschöpfe. Das zweite Prinzip, die Anpassung der Wirtschaft an die Ökosysteme, das heißt, durch die Beobachtung des Ökosystems Regenwald, das ja ein sehr labiles System ist, weil im Amazonas keine Nährstoffe im Boden sind. Das muss man zeigen. Dann haben Sie eben gesehen, nicht? Man muss mit dem vorhandenen wirtschaften und das muss alles im Kreislauf erhalten bleiben. Und das versuchen Sie anzuwenden. Und ein anderes Prinzip, was natürlich für uns dann schwer verständlich ist mit unserer Mentalität: Naturgüter sind Gemeinschaftsgüter, Land, Atmosphäre, Wald, Gewässer, Bodenschätze und so weiter, müssen gemeinschaftlich genutzt werden, damit alle Menschen da überleben können, nicht? Denn die Erfahrung Amazonas zeigt, nicht, wenn geteilt wird und Regeln beachtet werden, dann reicht es für alle. Aber wenn jemand nie genug kriegt, dann wird es nie für alle reichen. Gut, damit haben wir Zeit eh schon überschritten. Wenn es dann Fragen dazu gibt, was es ob es akut da gibt oder danach im Anschluss. Okay, dann danke mal fürs Erste und. Ja, hallo, ich würde mich auch kurz vorstellen. Ich bin Maike Bukowski, ich komme eigentlich aus dem Hamburger Raum und bin hier in Salzburg gelandet und kümmere mich hier eigentlich in der Geografie und Geologie um verschiedene Themen, also eine Humangeografie und wirtschaftsgeografischen Fragestellungen, und bin im Uninetz im Moment tätig
für die Uni Salzburg vertrete ich da das nachhaltige Entwicklungsziel, keine Armut. Und was das nun zu tun hat mit meiner vorherigen Forschung und wieso das überhaupt relevant ist mit Environmental Justice und Climate Justice, vielleicht fällt sofort auf, warum ich da Englisch schreibe. Ich benutze das Wort Klimagerechtigkeit nicht. Das hat im Deutschen eine andere Konnotation. Im Deutschen ist das so sehr, sehr mit dem Verursacherprinzip sehr viele rechtliche Sachen. Im Englischen ist es breiter gefächert. Da gibt es zum Beispiel Ansätze von Amartya Sen oder Nussbaum mit dem Capability Approach und andere Dinge wie Rawls und so, die da eher sozial und anders argumentieren, wie wir gleich sehen werden. Nee, da geht's nicht. Also ich würde halt kurz einmal, das wird viel auf Englisch gemacht, man bedacht, ich rede ja eh auf Deutsch und ein bisschen Englisch, aber ich denke, das wird uns jetzt nicht überfordern, weil ich es ja auf Deutsch erkläre und weil es halt so schwierig ist, die Dinge einfach mal eben auf Deutsch zu übersetzen, weil sie eine komplett andere Bedeutung haben. Ich will einmal kurz darauf eingehen, gleich auf, was hat das eigentlich damit zu tun, was wir gerade gehört haben, mit warum ist das ungerecht verteilt, was ist Klimagerechtigkeit, wozu brauchen wir das und was hat das eigentlich zu tun damit mit dem nachhaltigen Entwicklungszielen, SDG 1, also keine Armut, Disaster Risk Reduction, also Schutz vor diesen jeweiligen Klima- oder extremen Wetterevents und Katastrophen und Anpassung. Und danach gehen wir nochmal kurz, wenn das sich noch ausgeht, auf die Kategorien ein, die wir dazu gefunden haben für unser eigenes Modell, um das ein bisschen wissenschaftlich kontextualisieren. Also wenn wir hier einmal sehen, da brauche ich gar nicht weiter groß drauf eingehen, wie ich dachte, ist es einfach Fakt, dass wenn wir die Erderwärmung betrachten, dass besonders die Region, entweder die Polkappen, aber auch die Region, die halt den Tropen und Subtropen betreffen, also sehr großen Veränderungen ausgesetzt sein werden. Da brauchen wir gar nicht lange drum rumreden. Das Problem dabei ist, dass die 50, ich will jetzt mal sagen, ärmsten Länder, wenn ich das mal so hart sagen darf, der Erde, die nur 0,1% zu unserer Emission beitragen, laut IPCC, genau in diesen Regionen liegen, die eh schon vulnerabel sind, weil wir ja tropische und subtropische Gebiete eh eine ganz besondere Situation finden, die nicht viel braucht, um es da, sag ich mal, lebensunwert zu machen, weil es dann sehr schnell kippt und sehr empfindlich ist. Und darüber hinaus haben wir natürlich dann immer darüber nachgedacht und gesagt, naja, das ist ja ungerecht verteilt, also im Norden und im Südpolbereich, da können wir uns irgendwie helfen. Wir haben jetzt gesehen, irgendwie in Kanada 49 Grad, die werden es überlebt haben. Wir haben Möglichkeiten, Klimaanlagen zu haben. Wir haben Möglichkeiten, uns Wasser zu kaufen oder Hilfe zu kriegen. Das gibt es nicht überall. Und das ist nicht nur in Brasilien so, das sind ganz große Bevölkerungsteile. Und das ist auch unter anderem in Afrika so. Also diskutiert man auch über ethische Implikationen. Warum hat das denn so einen extremen Effekt auf Menschen, die halt dort in Niedrigeinkommensländer, sage ich jetzt mal ganz schwierig, Entwicklungsländer sagt man nicht mehr, sich entwickelnde Länder auch nicht. Globaler Süden gibt es Ärger mit Neuseeland und Australien. Ich weiß es nicht mehr. Ich sage jetzt halt Länder, die halt im Moment gerade einkommenstechnisch schwierig sind und nicht viel zu bieten haben. Es ist halt im Moment gar nicht so einfach. Ich bin aber auch keine Entwicklungspolitikerin oder so oder da tätig. Also bin ich da sehr vorsichtig. Das hat damit zu tun, dass unter anderem auch schon in der Johannesburg Declaration von 2014, also immer diese ganzen großen UN-Deklarationen von Kyoto-Protokoll und Co., immer wieder die Rede war davon, dass die Menschen halt sich selbst versorgen und sehr subsistenzmäßig unterwegs sind. Also von der Hand in den Mund, wie wir im Norden sagen, nicht? Also man lebt damit, man lebt halt davon, was es zu bieten gibt. Und man ist auch dem Wetter und Co. schutzlos ausgeliefert. Also es sind jetzt nicht die Häuser, die wir sie haben, wenn da ein Sturm kommt, sind teilweise Hütten auch schnell mal weg. Oder andere Dinge braucht man aber auch nicht so extrem. Dann hat man sich überlegt, okay, wie kommen wir denn da drauf, dass wir sagen, was hat das denn mit diesen Entwicklungszielen zu tun? Die hießen mal Millennium Development Goals, das war auf Entwicklungsländer, damals durfte man das noch sagen, bezogen heute auf alles. Und das finde ich eigentlich an sich sehr, sehr kritisch. Auf der anderen Seite finde ich es ganz spannend, dass man systemisch einmal zeigen kann, dass alles mit allem zusammenhängt. Und deswegen finde ich, dass bisher habe ich noch keine bessere Grafik gefunden, um das einmal zu zeigen. Um zu sagen, der Klimawandel, SDG 13, hat zu tun mit allen anderen. Das ist nicht unbedingt immer Auswirkung und Ursache, das ist unterschiedlich. Aber wenn man, der Klimawandel hat Auswirkungen, ganz klar. Auf Armut, auf Klimawandel,
schauen wir mal, der Klimawandel wird sich davon nicht beeindrucken lassen. Also sage ich mal, es gibt Entitäten hier in diesen SDGs, die sich halt, wie gesagt, Ursache, Wirkung ist da unterschiedlich, aber zu tun haben die alle miteinander. Der Klimawandel hat Auswirkungen aufs Wasser, der Klimawandel hat Auswirkungen auf unsere Energieversorgung, er wird Auswirkungen haben auf das Leben an Land. Das Ganze ist nochmal zusammengefasst in dem letzten Global Sustainability Report, wo es tatsächlich darum geht, dass man 6 Hauptpunkte identifiziert hat. Man sagt, das ist ein gutes Leben. Gutes Leben, der erste Punkt ist für den Moment gerade am wichtigsten. Die anderen Punkte sind auch wichtig, weil ich bin ökologische Ökonomin und würde natürlich am liebsten auch über Sustainable and Just Economies reden. Ist aber heute nicht drin. Also wir haben das menschliche Wohlbefinden und die Befähigung. Von Nussbaum einen Ansatz, sehr spannend, oder von Zen, die sagen, naja, man muss ja auch befähigt sein, irgendetwas zu können, um nicht einfach nur davon auszugehen. Ich fand das in Afrika ganz toll, wenn wir sagten, oh, wir wollen alle, dass sie partizipieren und die Frauen sich geweigert haben. Und wir dachten, das kann man nicht angehen, wir ermöglichen euch das, wir sind doch selber starke Frauen. Wollten sie aber nicht, hatten da ein Problem mit, weil die Männer spinnen, haben sie gesagt. Dann muss man immer rauskriegen, wie, inwiefern, was soll denn das? Dann gibt es halt dieses große, das soll jetzt nicht weggehen, aber gut. Das große Prinzip des Keinen zurücklassen. Das steht in ganz großen dieser UN-Deklaration von 2015, wo man halt the future is now mit den tollen Entwicklungszielen, was auch Österreich unterschrieben hat, 93 Länder mal wieder alle unterschrieben und ganz zum Schluss, ach Mist, wenn wir nicht alle mitziehen, dann läuft das nachher wie bei Corona. Und wir haben Aufstände und das könnte noch schlimmer werden, so Mist. Ja, nee, dann... Das kann ja global werden. Da lief no one behind, schnell hinterher schieben. Aber da haben sie die Rechnung ohne uns Sozialwissenschaftler gemacht, die wir das doch sehr ernst nehmen, gesagt haben, das möchten wir gern. Wenn ich jetzt mir jetzt anschaue, Richtung Geografie, Geologie und so weiter und so fort, kommt man natürlich gleich auf Katastrophenschutz und wie geht denn das? Und da ist tatsächlich ein Target ganz klar, das sieht man, das 1,5er von der Armut, was eine Verbindung gibt zu einem Disaster Risk Reduction Framework, das ist der Sendai Framework, den kann man sich mal anschauen, da will ich gar nicht groß drauf eingehen. Man sieht ja nur, dass es immer Implikationen gibt. Ganz furchtbar finde ich, dass meistens die Indikatoren, die dazu zur Verfügung stehen, über Todesfälle reden. Ich meine, Armut, da geht man eigentlich nur noch davon aus, wie viel sterben denn, wenn es eine Umweltkatastrophe gibt. Da geht man jetzt noch nicht mal mehr davon aus, was können wir dann machen oder so. Ich meine, das sind echt Indikatoren. Wir arbeiten daran, dass sich die erweitern, aber ob uns jemand hört, werden wir sehen. Am 2. Dezember werden wir unseren Bericht an die Regierung überreichen und der wird ja nicht besonders gut gefallen. Nur ist halt so, dass wir sagen halt, wir sind Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und sagen halt nicht, was sie hören möchten. Das ist das Problem. Einmal kurz zum Verständnis, wahrscheinlich auch für meine Studierenden, die hoffentlich alle dabei sind, brav, ne? Online, ich check das. Ne? Einmal Anpassung, dass wir es wissen, wenn ich davon spreche, also da steht jetzt Adaptation, Adaption, Anpassung, ist in diesem Zusammenhang mit Klimawandel, wie können wir uns anpassen? Und es gibt Leute, die sagen, wir brauchen keine Anpassung, aber also Anpassung ist, geht nicht, brauchen wir nicht, Blödsinn ist nichts. Dann möchte ich wissen, wie sie den afrikanischen Kollegen von mir in die Augen schauen und sagen, also jetzt dürft ihr euch nicht anpassen in der Fishing Season oder euch leider keine andere Hilfe suchen, weil das geht denen jetzt ums Leben, nicht morgen. Nicht wie uns, ach, ist das schön, 40 Jahre, mein Gott, habe ich keine Kinder, ist mir doch wurscht. Nein, es geht denen jetzt an den Kragen. Das muss man erstmal so realisieren. Kapazitäten ist in diesem Zusammenhang Anpassungskapazitäten, davon rede ich auch. Das ist wichtig. Was haben wir für Möglichkeiten? Wir haben hier viele Möglichkeiten. Wo ich gar nicht jetzt anfangen. Obwohl auch Österreich. Ich habe Armut in Österreich gerade am Wickeln. Und da ist Klimawandel auch ein Thema, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Resilienz ist halt die Widerstandsfähigkeit, wie ein System sich mit seinen Ressourcen und Co. wieder aufstellen kann. Aber auch in einer gewissen Zeit. Und nicht irgendwie in 50.000 Jahren, so eine Halbwertszeit von Radon zum Beispiel im Wasser gelöst. Also Atomenergie ist nicht unbedingt die Lösung für alles. Dazu haben wir uns tatsächlich sehr viel Gedanken gemacht, meine Kollegen und ich, und gesagt, wie können wir die Quadratur des Kreises schaffen, wenn wir Gerechtigkeit irgendwie greifen wollen, gibt es 6 Hauptentitäten, die in der Literatur immer und immer wieder erwähnt worden sind und teilweise auch schon theoretische Faktoren sind und nicht nur Hypothesen. Was so viel bedeutet wie, wir haben jetzt Recognition, das ist so viel wie soziale, kulturelle Aspekte, Respekt, aber auch die Kapazitäten. Was habe ich denn für Möglichkeiten? Ich kann niemanden ohne Bildung hinstellen und sagen, jetzt erzähl mal, was du haben willst. Woher stelle ich mich jetzt vor die UNO oder hier vor uns? Der will ja erstmal sagen, oh, dann muss ich sagen, erstmal die Sprache.
Sie haben es mir Sungus, wie reden die bloß? Also das wird schon das erste Problem. Dann zweitens, überhaupt, was will man? Wenn man halt sagt, hier ganz schön, die haben die gleichen Möglichkeiten, CO2 auszustoßen, die möchten es aber gar nicht, weil sie eigentlich so leben wollen, wie sie leben wollen, haben wir nochmal ein Problem. Dann haben wir hier ganz wichtig, das hat die Ostrom schon gesagt, Eleanor Ostrom ist vielleicht einigen Begriff, die hat den Wirtschaftsnobelpreis gewonnen, eine ganz tolle Forscherin, die hat 80.000 Studien, wirklich empirische Daten gesammelt zu nachhaltiger und fairer Ressourcenverteilung, Prinzipien, Design Principles. Und unter anderem kam immer wieder raus, auch in unserer Forschung, dass die Legitimität, also das Vertrauen in die Institution, ganz wichtiger Punkt ist, um Gerechtigkeit zu definieren und zu verteilen, weil man nicht vertrauen kann, weil ich nichts einklagen kann, weil ich gar keine Rechte habe, wie oft Indigene, die dann einfach von Landbesitzern teilweise mit Waffengewalt vertrieben werden oder, wie ich es beobachtet hatte, im Namen von Europa, auch Österreich, von ihrem Grundstück entfernt worden im Namen des Klimawandels und des Umweltschutzes. Hieß das Marine Protected Area Management. Und die Menschen einfach nach Dar es Salaam geschifft worden. Das war ganz toll. Also vertraut man nicht mehr sehr viel. Dabei ist gerade sowas wie Klimawandel darauf angewiesen, dass alle mitziehen, freiwillige Compliance, voluntary. Dann haben wir ja die uralt klassischen Sachen, also prozedurale Gerechtigkeit. Selbstverständlich kann man Gerechtigkeit definieren. Distributive und prozedurale, ich glaube, die alten Kollegen von mir, die werden das noch kennen. Das ist so Rawls und Zen-Manier. Man hat es natürlich erweitert, aber na klar, da gibt es halt Fairness and Participation Process. Kann ich partizipieren? Kann ich meine Partei gründen? Kann ich da mitmachen? Kann ich wählen? Kann ich zum Bürgermeister gewählt werden? Habe ich irgendeine Möglichkeit, mich da klimatechnisch zu organisieren? Verteilung geschenkt, das älteste Gerechtigkeitskriterium eigentlich, was wir gefunden haben, schon weiß ich nicht wie lange. Das heißt Verteilungsgerechtigkeit, Ressourcen, aber wir haben herausgefunden, das muss needs-orientated, bedarfsorientiert sein. Es nützt mir nichts, wenn ich den Leuten ganz viele tolle Klamotten schenke. Was habe ich da Tolles gesehen? München-T-Shirts, Bayern-München, Salzburg sogar. Wir haben da T-Shirts gehabt, die eigene einheimische Wirtschaft in Sachen Kleiderproduktion war brach. Sie haben ihre Kangas gewebt und jeder hat umsonst unsere schönen Spenden gekriegt, die sie dann dafür 50 Cent oder noch weniger Schilling verkauft haben. Und jeder wollte dann so ein T-Shirt haben und keiner zieht mir die einheimische Produktionssachen an, die natürlich dort vor Ort produziert sind. Und das Letzte ist relativ neu, ist Fair Climate Environmental Anpassung, also Adaptation, was viel durch Edger und Co. geprägt worden ist und danach ausschaut, wie können wir unsere Anpassungskapazitäten oder wie kann man diese Anpassung verbessern, egal in welchem Rahmen, nicht unbedingt immer kostenspielig, wie können wir unsere Köpfe zusammenstecken und welches wäre eine faire Teilung von, ja, alles da. Also so sieht das Modell insgesamt aus, hat natürlich Unterkategorien, Moment, wir haben hier die drei Säulen der Nachhaltigkeit natürlich. Und außenrum die Kategorien, die ich erklärt habe, die wichtigsten. Dann haben wir natürlich ein Problem-Identifikationslevel, was unsere Indikatoren betrifft. Monitoring, ne, faire Boundaries, graduierte und so weiter. Bestrafungen zum Beispiel. Wie kann ich teilnehmen? Access to, ja, Zugang zu, was auch immer. Dann haben wir das letzte Level, das ist ein Analyse-Level. Meistens nehmen wir die Nielsen-Skala oder halt auch mal 1 bis 10. Das ist, um das überhaupt irgendwie zu quantifizieren. Das ist halt eine Modellierung, jetzt nur identifiziert. Und zum Schluss halt das Evaluieren, Evaluation Level, also ne, wo unsere Outcome in Optionen verwandelt werden, um dann hoffentlich nachhaltige Entwicklungen hinzubekommen, die fair ist und klimatechnisch auch, sage ich jetzt mal, keinen zurücklässt. Wenn wir uns das anschauen, hier war ich. Da war ich lange die ganze Ecke da. Das ist Zanzibar, Tansania, ne, Somalia, Kenia, die ganze Ostafrika-Ecke. Die haben wir uns mal angeschaut, aber Tansania war so unser Baby und Zanzibar ganz speziell. Da gibt es nämlich eine Schutzzone, da außenrum. Das ist der Menai Bay Protection Area oder Conservation Area. Das ist gemacht worden von der Weltbank, UNO, und wir alle hatten da unsere Finger drin. Also wir alle, damit meine ich Europa, Amerika, die Großen, wie immer. Die üblichen Verdächtigen. So sind die Leute da unterwegs. Nicht mit Motorbooten. Sollen wir mal festhalten. So fischen die. Also subsistenzmäßig. Die gehen raus und das ist auch das große Problem. Wellen problematisch. Also wenn die Fische dort weiter ins tiefere Gewässer ziehen, problematisch. Man hat wirklich nur diese kleinen
Kamikaze-Boote, wie ich sie immer nenne, oder ja, wie haben wir das immer noch genannt, die Optimisten. Aber das ist ja schon, ja, Entschuldigung. So sieht es da aus und alles Gutes. Und nun haben meine Fastschwester und ich, man sieht es nicht, die sieht original aus wie ich mit dieser Nase und so, auch diese Stimme. Also das ist ja meine Chefin da, ist eine klasse Professorin, Nariman Jadawi, also Dr. Nariman Jadawi und Dr. Maike sind rumgelaufen, haben sich überlegt und meine Hand am Mund sehen sie schon, dass ich immer nur, huch, echt, huch, Mist. Also da ging es richtig ab. Das heißt, wir haben auf der Seite ein Fumba, wo es eben gerade das schöne Bild aufschien, auf einmal das hier gefunden. Zuerst hieß es, ja, die Mangroven werden ja abgeholzt und zum Feuerholz verwendet, ist aber nicht so, denn die sterben ja nicht so ab, die werden schon lange verbrannt. Das ist Korall, es ist wirklich, Mangroven sind ein Wunderwerk. Die können Wasser, Salzwasser ab, alles ein Wunderwerk. Was die sterben, hat uns alle in Aufregung versetzt. Das heißt, die Salinität, die Versalzung der Meere, die Temperaturen und allem drum und dran, hat die Schutzzone der Küste in Sansibar, die mit Mangroven sich ja schützt, ganz schön ramponiert. Da muss man was machen. Kann ich nicht einfach stehen bleiben und sagen, ist Spaß, ja, Pech gehabt. Läuft die Insel eben mal ab, ist wie Norddeutschland, baut euch einen Deich, ciao. Ne? Nein, das läuft nicht. Wir haben natürlich versucht, Mangroven zu pflanzen ganz viel und da was zu machen. Dann gab es natürlich diese, wie ich schon gesagt hatte, im Namen des Klimawandels und der Biodiversität und Co. Räumungen, wo Leute dann wegtransportiert worden sind, weil das ist ja eine Schutzzone, da müsst ihr weg. Ihr stört, auch wenn ihr nur Boote habt, die keinen Motor haben, aber ihr stört es, weil der WWF und Co. und auch die UNO und Weltbank und Österreich und Deutschland sagen, das muss doch frei sein. Reizend, oder? Dann gibt es auch ganz tolle Boote von Österreich gesponsert, klasse, aber leider gibt es kein Petrol, kein Öl, kein, wie nennt man, Benzin, damit man da mal mit rausfahren kann als Polizeischutzboote. So sollte es aussehen mit den Korallenriffen. Man sieht, das ganze Inselding ist ein Korallenriff, ein riesiges. Dann haben wir aber leider diese Korallenbleiche überall gefunden. Und das macht den Fischern und Co. das Leben schwer, weil dort sind nämlich die Schulen der Fische, die nicht mehr da sind und die dann auch nicht mehr zu fangen sind. Das da oben, da ganz hinten, sieht man, dass die Welle, das sind ungefähr 4 Meter Wellen, wenn das an Land kommt, weil die Korallen nicht da sind und die Mangroven nicht da sind, dann weiß ich nicht, wie es diese Insel weitergeben soll. Da leben aber alleine in Stonetown 1 Million Menschen, also rundherum, da leben richtig viele Menschen. Ja. Ja, eine, zwei Sekunden noch. Also wie gesagt, ich habe hier noch mal das letzte Lieblingsprojekt mit den Frauen. Die Frauen sammeln Seegras da in Jambiani hinten und machen den Markt damit oder einen Euro, dass sie das als Seife oder so verkaufen. Nun ist das Problem, dass Seegras geht in tiefere Gewässer. Und jetzt haben sie das Problem, sie konnten ja nicht schwimmen. Und kulturell ist das auch nicht drin. Und wie man sieht, die Frauen im Taucheranzug hatten wir sehr viel Freude und jahrelange Arbeit, die Damen dazu zu bringen, dann doch tauchen zu gehen, damit sie weiterhin ihr Seegras benutzen können. Und das bedeutet so viel, wie wir haben uns angepasst. Das war vorher, also auf dem Bild da, nicht zu diskutieren. So, das war's eigentlich. Tuani Project heißt das und wie hat Ergebnisse. Und thank you for listening. Dankeschön. Vielen lieben Dank jetzt auch für das schnelle Ende, Don. Das ist nicht immer einfach. Aber es war ja schon fast zu Ende. Und wie Sie es alle schon bemerkt haben, uns fehlt heute eine Referentin. Darum wird der Stefan Kindberger die Vortragsrunde somit beenden. Frau Martina Bertold lässt Sie leider entschuldigen. Es ist ein kurzfristiger dringender Termin dazwischen gekommen. Umso mehr freuen wir uns jetzt auf dich und den Blick auf die Uhr. Ich versuche es einzuholen, die Zeit. Wird schwierig, aber ich versuche es. Genau, Stefan Kinberger, bin eben mit mehreren Hüten mittlerweile unterwegs, Universität Salzburg vom Fachbereich für Geoinformatik, ZGIS, und seit neuestem jetzt auch wechsle ich eigentlich mehr meinen Hut in Richtung der ZMG, wo es auch um das Thema Risiko geht. Und genau, aber möchte heute kurz vorstellen und den Titel Globale und lokale Risiken, Verantwortung, Gerechtigkeit. Es wird ein recht ein bunter Vortrag und kann ganz gut an die Vorreden auch anknüpfen. Bunt, nicht nur, weil ein paar Karten dabei sind, aber auch von den Themen. Aber da kommt schon die erste Karte und das ist schon gezeigt worden vom Herrn Kandler mit der Tabelle und das ist die Übersetzung des Ganzen, wo eben von German Watch dieser sogenannte Global Climate Risk Index aufgezählt ist und ist gar kein Risiko, sondern man sieht eigentlich mehr, was passiert ist in dem Jahr 2000 bis 2019
Und es ist festgehalten worden, ja, eben die sogenannten Länder des Südens sind sehr stark betroffen. Aber also vor allem jetzt auch hier in dieser Kartendarstellung merkt man schon auch sehr stark, dass auch hier in Europa sich einiges tut. Also hier ist es stärker als hier am Bildschirm. Also Frankreich, Spanien sind so in diesen Orangetönen und Deutschland ist auch in diesem mittelroten 11 bis 20 Kategorie sozusagen hier. Also es ist natürlich auch überraschenderweise unter Anführungszeichen nicht nur ein Thema des Südens, sondern auch bei uns. Und hier war natürlich auch sehr stark die Hitzewelle ein Thema, was 2019 ist. Mosambik, da zoome ich mich jetzt auch kurz hinein, ist eben auch hier im südöstlichen Afrika sehr dunkelrot. Und zwar hat es eben, komme ich gleich darauf hin, aber es hat schon im Jahr 2000 ein großes Überschwemmungsereignis gegeben, wo man geglaubt hat, ja, das ist ein Jahrhundertereignis. Und darauf aufbauend sind auch sehr viele Maßnahmen gesetzt worden, sogenannte Frühwarnsysteme, Community-Based Early Warning Systems, wo auch Zivilgesellschaft aufgebaut worden ist, zu Komitees, die warnen können, aber auch Informationen einzubinden. Und ich habe auch dort mein Doktorat gemacht, wie man eben versuchen kann, sozusagen lokale Informationen einzubringen mit partizipativen Kartierungen, aber auch Identifikation entsprechender Treiber der Verwundbarkeit oder des Risikos und das sozusagen auch als Basis zu integrieren in diese Frühwarnsysteme. Das ist ein kleines Reiskorn, was da in die Schale gelegt worden ist, der ganzen Maßnahmen, die da unten auch gesetzt worden sind. Also da sind auch sehr, sehr viele Gelder reingekommen, logischerweise auch in der Etablierung dieser Frühwarnsysteme auf lokaler Ebene, aber bis rauf national Stärkung der Akteure dort. Und 2019 ist dann wieder ein sogenanntes Jahrhundertereignis passiert, also dieses Cyclone Ida. Und es ist eben genau in dieser Region gewesen, sozusagen, wo ich da auch unterwegs war. Und da hat man sich schon gefragt, was hat das alles gebracht, sozusagen. Also nicht nur meine eigene Arbeit, aber auch diese ganzen Anstrengungen, die unternommen worden sind, um sozusagen diese Systeme aufzubauen. Eine Begründung war natürlich, dass dieses Event oder dieser Zyklon sehr stark war und auch alle überrascht hat sozusagen. Das ist ein Punkt, der genannt wird. Aber auch Evaluierungen danach haben gezeigt, dass die Systeme eben zum Teil nicht funktioniert haben. Einerseits, weil es eben zu stark war, aber auch sogar auf nationaler Ebene Warnungen nicht direkt weitergegeben worden sind. Und einerseits stellt es Fragen, die ich jetzt auch nicht beantworten kann oder auch möchte, eben auch vielleicht in Richtung der Verantwortung, wenn man eben natürlich auch Gelder in die Hand nimmt, wie setzt man die am besten ein, kann man sie richtig einsetzen und genau, was kommt häufig am Ende des Tages natürlich auch raus. Also ich glaube nicht, dass die Gelder verloren sind oder die Anstrengung, die man unternommen hat, aber es ist dann zum Teil leider doch auch sehr ernüchternd. Aber wir sind ja auch in unserer Erinnerung, die Bilder von diesem Jahr, also auch Mosambik kennt man die Bildern, die Leute sind auf den Bäumen und auf den Häusern und warten tagelang, bis sie gerettet werden. In Deutschland sind ähnliche Bilder auch passiert. Also das ist auch eine gewisse Ernüchterung, dass eigentlich so etwas auch bei uns passieren kann. Und natürlich auch in Hallein heuer passiert, also auch in den 80er Jahren schon so ein ähnliches Ereignis gegeben. Aber auch kommt das sozusagen natürlich auch in unsere stärkere Gegenwart immer mehr natürlich auch. Und wir hatten nämlich, hatte ja meinen Vortrag vor 2018 oder 2017, war das auch im Rahmen dieser Veranstaltung hier. Und da habe ich einen Ansatz vorgestellt, den wir am ZGIS entwickelt haben. Da ist mir um Afghanistan und Opium und Risiko gegangen. Aber es hat sich dann eben auch eine Kooperation mit Land Salzburg ergeben, sozusagen das anzuwenden. Und darum möchte ich das auch gerne zeigen. Es sind noch gar nicht offiziell veröffentlichte Ergebnisse, also darum bitte noch vertraulich behandeln, unter Anführungszeichen. Aber wir haben uns versucht zu überlegen, es gibt ja sehr viele Klimaszenarien und Informationen, wie man die auch zusammenbringen kann, um sozusagen so Hotspots, die Carmen hat es in der Einführung erwähnt, Gefährdungshotspots auszuweisen dann auch. Und da haben wir uns, und einerseits das zu integrieren, weil man hat sehr viele, zum Beispiel in Hitzewellen, Trockenperioden, Winterniederschläge, Starkniederschläge. Ja, das ist ein bisschen doppelt, weil es anders zusammengefasst worden ist. Aber die Ausgangsfrage war, wie kann man eine Dichte an Informationen sozusagen zusammenbringen? Und da haben wir uns einerseits, das war auch gemeinsam mit Kollegen der BOKU,
angeschaut, wie schaut es mit den Extremen aus? Also wie ändern sich diese sogenannten 20-jährlichen Ereignisse, die jetzt sozusagen statistisch alle 20 Jahre auftreten? Wie verschiebt sich das in Zukunft? Und wie kann man diese Hotspots sozusagen zusammenbringen? Und das war sozusagen die Ausgangsfrage. Das ist zum Beispiel diese Hitzewellen nach Cuisine. Ich gehe jetzt nicht so genau auf die Definition ein, aber ein bestimmtes Temperaturgrad überschritten wird, 30 Grad und bestimmte Tage müssen auch zusammenkommen. Und man sieht hier eben diese Änderungen des 20-jährlichen Ereignisses. Das ist dieses RCP 8.5, das ist dieses Business-as-usual-Szenario, wenn wir so weitermachen wie bisher. Bis Mitte des Jahrhunderts unterscheidet sich zum Klimaschutzszenario nicht so viel. Da ist natürlich klar, dass diese höheren Bereiche, also man sieht hier diese Änderung der 20-Jährlichkeit, also was 1 jetzt ist, also jetzt haben wir 1 in 20 Jahren und die Intensität der Farbe nimmt dann zu, wie häufig das dann in Zukunft vorkommt, entweder 5-mal oder 10-mal oder eben 19-mal, weil dann hat man das wieder erreicht sozusagen. Natürlich in diesen Höhenlagen überschreitet man das sehr schnell, wenn es von 0 auf 1 geht oder sozusagen, von 0 auf einen höheren Wert. Interessant ist natürlich hier in diesen Siedlungsbereichen, man sieht es halt farblich leider jetzt auch nicht so gut, aber am Ende des Jahrhunderts, wie es der Kunde auch gezeigt hat, wenn man quasi in Süditalien ist, dann zeigt das das auch noch einmal, dass sozusagen auch diese Extremereignisse dann auch zunehmen sehr stark. Und man hat natürlich dann auch, das ist ja auch ein Durchschnitt, und man hat dann natürlich auch noch einmal die Extremereignisse on top, sozusagen mit 2003 war ja auch ein Extremereignis, das wäre dann der regelmäßige Sommer, aber es gibt dann sozusagen in Zukunft ja auch noch das 2003er-Ereignis wieder mal drauf, sozusagen. Das schaut natürlich dann nicht mehr so gut aus. Genau, aber das haben wir für diese verschiedensten Indikatoren gemacht, nur als ein Beispiel zu zeigen, was da rausgekommen ist, auch vom Prinzip her. Und wir haben dann eben versucht, das zu integrieren. Einerseits die Hitzebelastung und die Trockenheit. Und das ist auch räumlich integriert worden mit einem Ansatz, den wir entwickelt haben, um sogenannte so homogene Regionen auszuweisen. Um einerseits von administrativen Einheiten wegzukommen, wenn man das später integrieren möchte mit sozioökonomischen Daten, aber auch um diesen klassischen Pixelansatz zu vermeiden, weil man kann diese Hotspots dann beschreiben, einerseits aufgrund eines Index und andererseits, welcher Parameter trägt wie stark dazu bei dann auch. Und da sieht man natürlich jetzt auch hier, gehe jetzt vielleicht nicht ganz im Detail drauf ein, aber natürlich auch ein Verschieben dieser Hotspots, die ändern sich und wo bestimmte Treiber auch vorhanden sind. Zum Beispiel nimmt natürlich im Lungau ist diese Hitze am Anfang eher weniger und nimmt dann eher stärker zu. Und im nördlichen Flachgau ist das sozusagen eine Zunahme. Diese Tools sind eigentlich weniger für die Öffentlichkeit gedacht, nicht weil es geheim sind, sondern es sind eher komplex und eher als Basis, als expertenbasierte Tools, um Förderprogramme auszurichten, auch ein Monitoring von Maßnahmen zu betreiben dann auch. Also das sind eher expertenbasierte Tools dann auch. Und wir haben ja dann eine Reihe von verschiedensten Indikatoren gehabt und die kann man natürlich dann auch noch zusammenbringen und schauen, okay, wo treten hier auch entsprechend diese Hotspots auf, und das wieder den Klimaszenarien, das RCP 4.5 ist das Klimaszenario, Klimaschutzszenario, ungefähr nahe an Paris dran, aber doch nicht. Und das RCP ist sozusagen das 8.5er, dasjenige, wenn wir so weitermachen wie bisher dann. Und um sozusagen in einen Risikobegriff zu kommen, braucht es natürlich dann die Kombination dieser Klimafaktoren mit der Bevölkerung. Also wenn wir jetzt sagen, hier rein klimatisch sind diese Hotspots natürlich eher für das Bundesland Salzburg, ist immer ein relatives Maß, muss man das auch sehen. Also es gilt sozusagen immer innerhalb des Bundeslandes, zum Beispiel hier im Nördlichen angesiedelt, aber natürlich auch hier in diesen Regionen, wo sind denn jetzt wo ist denn die Bevölkerung und die Personen? Wenn man das sozusagen auch mathematisch kombiniert, kommt auch so eine im Endeffekt eine Art Annäherung einer Risikokarte heraus. Und dann sieht man, okay, wo sind denn da mögliche Problembereiche dann noch? Aber wie gesagt, das sind Werkzeuge, die sehr stark für Experten ausgerichtet sind, um eben quasi auch Entscheidungen auszurichten. Einerseits, wo kann man was machen und was ist die Problemlage dort? Und eben auch für die Politik entsprechend das noch aufzubereiten oder auch um ein Monitoring von Maßnahmen damit zu begleiten dann auch. Und ich wollte das auf alle Fälle noch mehr aufnehmen, weil das den Bogen spannt von einem Vortrag vor einigen Jahren bis zum heutigen Tag dann auch.
ein Sprung mit einem anderen Hut, den wir natürlich auch als Wissenschaftler mittlerweile auch machen. Vielleicht haben das viele ja schon mitbekommen. Es gibt auch die Scientists for Future, wo wir auch einen bestimmten, ja, sagen wir mal, aus unserem sicheren Rahmen der Universität raustreten, wo man vielleicht auch immer versucht, neutral zu sein, sozusagen auch in seinen Artikulationen, aber gleichzeitig ist man ja auch ein Mensch und sieht die Dinge, wie sie passieren. Und die Scientists for Future unterstützen eben die Anliegen der Fridays for Future Bewegung. Und da war die Idee, so vor einem Jahr, ziemlich genau um Weihnachten herum, wo vielleicht sich schon gezeigt hat, die Pandemie, irgendwann kann es vielleicht hinausgehen im Sommer, heuer dann auch, ein Zeichen nach vorne zu setzen, sozusagen. Also einerseits haben sie in der Pandemie viele Verbindungen aufgezeigt, die sehr schon genannt waren, auch von der Maike und von Gunther, diese Querverbindungen zu all diesen Krisen. Und auch viel zu wissen, bei der Pandemie hat man ja auch, sieht man in den Risikoanalysen des BMIs und Verteidigungsministerium, das ist rechts oben, hohe Eintrittswahrscheinlichkeit, hoher Impact, wird bald kommen. Was ist passiert? Das fragen wir uns alle sozusagen auch in der Vorbereitung darauf. Und auch ein Zeichen zu setzen, nach außen zu gehen als Wissenschaft und sozusagen auch gemeinsam mit der Kunst zusammenzuarbeiten, um entsprechend was, ja, vielleicht das, wo wir Defizite haben in der Kommunikation, das einzubinden. Und weil es auch der Hermann Hack, der das mitkonzipiert hat, der trägt eben den Begriff, weil auch der Klimawandel eine kulturelle Frage ist. Also wie wir uns verhalten, wie wir konsumieren, ist ja auch eine kulturelle Frage sozusagen. Genau, und wir haben dann im Furtwänglergarten im Juni, Juli ein Netz aufgehangen und haben dann die Bevölkerung eingeladen, dort Wünsche, Visionen, Ideen an die Zukunft aufzuhängen. Und wir hatten Gott sei Dank auch sehr viel mediale Resonanz, dass das auch in die Öffentlichkeit gekommen ist und dass das Netz dort hängt und auch eine Karikatur ist uns zugesprochen worden. Da haben wir uns auch sehr gefreut darüber, dass das entsprechend aufgenommen worden ist. Die Aktion hat eben auch den Übertitel Gutes Morgen gehabt, Wunschnetz Zukunft Salzburg. Und wir haben bis zwei Wochen im Furtwängler Garten gehangen und haben das eben letzte Woche, das ist ganz frisch, dann auch an der Politik übergeben. Der Herr Heinrich Schellhorn hat das als Vertreter der Landesregierung aufgenommen und auch zugesagt und versprochen, sozusagen das aufzunehmen und in die Landesregierung weiterzutragen. Und es sind hier entsprechend Rückmeldungen kommen aus der Bevölkerung, auf das gehe ich gleich ein. Aber parallel ist auch online verfügbar. Gutes Morgen, Scientists for Future Salzburg, findet man das. Haben Wissenschaftler der Uni Salzburg eine Stellungnahme verfasst zu diesen Themen: Klimaschutz, Klimarisiko, Raumplanung, Biodiversität, soziale Ungleichheit und Ernährung. Da war uns auch wieder wichtig, diese Breite zu haben. Und da war eben der Punkt, was wissen wir eigentlich und wo sind Handlungsoptionen? Und ein zentraler Satz, der da auch drinnen ist, ist eben, zu wissen und nicht danach zu handeln, erscheint uns fahrlässig. Also auch ein gewisses Fahrlässigkeitsprinzip ist vielleicht auch eine Frage mit der Gerechtigkeits- und Verantwortungsdiskussion. Es wird zwar gehandelt, man könnte es vielleicht abformulieren, vielleicht nicht ausreichend zu handeln, aber entsprechend haben wir das Wissen und genau, wo ist das aus, das nötige Handeln dazu? Das war der Teil der Wissenschaft. Und ein Teil natürlich war das, was im Netz gefangen worden ist. Es sind insgesamt 116 Rückmeldungen gekommen. Die sind natürlich jetzt nicht repräsentativ, weil es sind natürlich Personen, die mit einer gewissen Motivation auch dorthin gehen. Aber es ist natürlich auch interessant, was dann rauskommt. Das haben wir jetzt auch versucht, in so einer Inhaltsanalyse zusammenzufassen. Soziale Aspekte, gesellschaftliche Teilhabe war sehr viel. Natürlich auch Stadtraum und Infrastrukturthema in Salzburg, die grüne Stadt. Zum Beispiel Verkehr und Mobilität, auch ein heißes Thema, öffentlicher Verkehr, Autos und Individualverkehr, das zu reduzieren. Und natürlich auch im Bereich der Umwelt und Ökologie, Biodiversität, Bäume, Müll, Wasser entsprechend zu vermeiden. Und wie gesagt, das hatten wir im letzte Woche entsprechend übergeben. Und damit hat sich unser Kreis sozusagen geschlossen, quasi in die Öffentlichkeit zu gehen, das Thema an die Öffentlichkeit zu bringen, aber auch mit der Wissenschaft zu kombinieren. Und dem Kultur und der Öffentlichkeit gemeinsam dann auch. Gut, das war's zu meiner Seite und vielen Dank. Jetzt.